Wir müssen uns überlegen, tatsächlich, wie sind die digitalen Möglichkeiten und welche neuen Geschäftsmodelle bekomme ich, wenn ich digital denke. Und da regelmäßig, wenn ich mit Amerikanern darüber rede, dann sagen die immer, was um deutsche Rechtssituation geht, sagen die immer, you are not ready. You are not ready. Der lacht dann, der freut sich, ist für ihn kein Problem. You are not ready und kein Konkurrent. Warum? Weil wir natürlich in unserem Verständnis von Datenschutz und Datensicherheit ein anderes haben als die Vereinigten Staaten von Amerika und ehrlicherweise auch eine etwas skurrile Situation haben, wie es selbst im Land bei den Nutzern stattfindet. Meine Damen und Herren, wir diskutieren akademisch extrem über Datenschutz, stellen aber fest, dass Menschen sehr sensible private Daten, mehr oder minder ästhetische Fotografien von sich selber, der Öffentlichkeit in jeder Form zur Verfügung stellen. Wenn Sie des Abends oder bei der Arbeit, was Sie eigentlich nicht tun sollten, aber sehr häufig der Fall ist, man kann ja sehen, wann der Traffic am höchsten ist, auch bei einzelnen sozialen Medien, ist ja immer interessant, wann das ist, ja, überraschenderweise auch während der Arbeitszeit, was Leute kommentieren, in welcher Form sie kommentieren, mit ihrem Namen kommentieren, was sie einem nie persönlich sagen trauen würden. Ja? Also mancher Post, den ich schon mal gelesen habe von jemandem, ja, wenn ich sage, was hast du zu mir gesagt? Ja, habe ich nicht so nachgedacht. So. Also es ist eine völlige Diskrepanz auch im Verhalten der User zwischen dem, was sie freigeben, was sie einstellen, was sie sagen und dem, wie sie dann umgekehrt von Datenschutz reden.